Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Herbert Herrmann. Ich bin der Echterdinger Häuser-Spezialist. Ich helfe Immobilieneigentümern, die korrekte Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, so dass sie hinterher gut dastehen und ihre Ziele erreicht haben. Und dass sie genau wissen, dass sie alles richtig gemacht haben. Werfen wir mal einen Blick auf das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Das Thema, das erhitzt und bewegt die Gemüter. Mit dem Thema wird man immer dann konfrontiert, wenn man Darlehen frühzeitig ablösen möchte. Als Vorfälligkeitsentschädigung wird ja das Entgelt bezeichnet für die außerplanmäßige Rückführung eines Darlehens während der Zinsfestschreibungszeit. Also, wenn man, bevor das Darlehen abgelaufen ist, es zurückzahlen will, dann muss man eine Vorfälligkeitsentschädigung in der Regel bezahlen. Die Vorfälligkeitsentschädigung, die entsteht bei der Kündigung von Festdarlehen. Das ist ein Thema, wo sich Rechtsprechung und alle möglichen Leute mit beschäftigen. Ich möchte es ja einfach halten. Also Kündigung von Festdarlehen. Bei diesem Festdarlehen verpflichtet sich die Bank, die Zinsen über den vereinbarten Festschreibungszeitraum konstant zu halten. Selbst dann, wenn sich die Zinsen verändern während der Zeit. Das, was festgeschrieben ist, dafür garantiert die Bank, dass es einfach konstant bleibt, solange wie das Darlehen festgeschrieben ist. Also wenn sich dann für die Bank die aktuelle Zinssituation ändert, ist es halt so. Um die Garantie der Bank auf langfristig konstant bleibende Zinssätze sicherstellen zu können, erfolgt praktisch die Refinanzierung, also die Bank holt sich das Geld irgendwo, da erfolgt die Refinanzierung in der Form, dass die Bank dafür Anleihe verwendet. Und zwar Anleihe, die so lange laufen, wie der Zeitraum vom Darlehen. Wenn Sie ein 10-jähriges Darlehen nehmen, dann wird die Bank da Refinanzierungsmaßnahmen ergreifen, wo einfach die sagen, okay, wir holen für 10 Jahre irgendwo anders Geld her. Also, wenn Sie praktisch jetzt eine Festschreibung kriegen von einem Darlehen für 10 Jahre, dann benutzt die Bank Einlagen, die auch 10 Jahre fest sind, um praktisch dieses Geld dann für Sie zur Verfügung zu stellen. Wenn dieses Darlehen vorzeitig zurückzahlt, dann passt im Grunde der Bank Ihre Rechnung nicht mehr. Und dann hat dann einen Refinanzierungsschaden. Und natürlich auch den Verlust, wird ja auch mehr einnehmen, wenn das länger laufen wird. Wenn man frühzeitig ablöst, gibt es immer einen Verlust. Und die Bank kann mit den Mitteln, die sie zur Refinanzierung benutzt, nicht einfach verfahren, dass sie sagt, okay, tut uns leid, unser Kunde hat das Darlehen zurückgezahlt, nehmen wir das wieder zurück. Die ist gar genauso an Verträge gebunden. Also wenn jetzt eine Immobilie verkauft wird, und es gibt noch ein Restdarlehen, dann muss mit so einer Vorfälligkeitsentschädigung gerechnet werden. Und das jetzt mal unabhängig von etwaigen Rechtsmängel oder Formfehler in diesem Darlehensvertrag, da beschäftige sich andere Leute mit, nicht ich. Also wenn es da einen Fehler gäbe, dann muss das in den betreffenden Fällen sowieso am besten einen Anwalt prüfen, der sich damit auskennt. Oder halt ein Finanzierungsexperte, ja, klar. Also jetzt mal vorausgesetzt, Sie haben eine normale Finanzierung, verkaufe Ihre Immobilie und möchte dieses Darlehen, das nach Restdarlehen nur noch drauf ist, frühzeitig ablösen. Dann kostet diese vorzeitige Ablösung heute richtig Geld. Weil gerade wenn man sieht, wenn man dann Darlehenabschlüsse hat, so 3, 4 oder 5% und hat sie diese Differenz, dann wird es entsprechend teuer. Ich hatte dann einen Fall, da hatte der Verkäufer, obwohl ich ihn explizit darauf hingewiesen habe, hat nicht mit seiner Bank gesprochen. Er hat mir nur gesagt, ja, das ist alles okay. Er hat es mit seinem Sachbearbeiter besprochen, das wäre nicht viel und das wird alles gehen. Und ich bin drauf reingefallen, praktisch. Also ich habe das so genommen, wie er gesagt hat, ungeprüft. Das war ein Fehler. Denn es ist dann der Käufer gekommen, es wurde alles besprochen, alles vereinbart. Dieser Käufer, der hat seine Darlehensgeschichte schon alle abgeschlossen. Termin für die Beurkundung ist gestanden. Und alles war klar, die waren sich einig. Und dann, am Tag vor der Beurkundung, ruft mich doch dann der Herr Verkäufer an und verkündet, dass er nun doch nicht verkaufen kann. Und zwar aus dem Grund, weil die Bank so hohe Vorfälligkeitsentschädigung von ihm verlangt hat, dass ihm nach Rückzahlung von Restschuld, vom Darlehen und dieser Vorfälligkeitsentschädigung praktisch nichts mehr übrig blieben wäre. Und so ging der Verkauf dahin. Und damit Ihnen das nicht passiert, empfehle ich Ihnen, dass Sie auf jeden Fall, schon bevor Sie mit dem Verkauf loslegen, bei der Bank einfach mal genau nachfragen und das überprüfen. Gibt es eine Vorfälligkeitsentschädigung oder nicht? Gibt es eine Lösung dafür, dass man das praktisch nicht bezahlen muss? Oder wenn es eine gibt, wie hoch ist denn die? Dann sagt der Sachbearbeiter oft ja, wie sieht es aus, ich habe ja kein Datum. Lassen Sie sich doch
die Entschädigung einfach mal für 3 Monate im Voraus in die Zukunft ausrechnen. Also wenn Sie dann praktisch im November anfangen zu verkaufen, lassen Sie sich doch das mal ausrechnen auf den Januar. Da können Sie sagen, gut, zum 15. Januar wäre die Vorfälligkeitsentschädigung ca. Euro X. Dann haben Sie eine Aussage, am besten das soll es ausdrucken, ich soll kurz eine Notiz machen, weil der schreibt, der bleibt, das gilt auch da. Dann haben Sie was vorliegen in Ihrer Unterlage, sind Sie vorbereitet und es kann aus dieser Ecke nichts kommen. Das ist einfach immer besser, da haben Sie Sicherheit und wissen, aha, so viel möchte die von mir. Dann kann man planen. Wenn Sie zum Thema noch Fragen haben, dann zögern Sie nicht, mich einfach zu fragen. Ich beantworte alle Fragen. Frage kostet nichts. Wenn ich was nicht weiß, mache ich mich schlau. Am besten Sie schreiben mir eine E-Mail oder Sie rufen mich an. Oder was mir eigentlich am liebsten ist, Sie kommen einfach bei mir im Büro vorbei, dann kann man schwätzen.